Im Luckenwalder Tierpark gibt es in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen zu feiern. Das erste am Pfingstmontag, dann steht Storch Jakob, das Wappentier des Tierparks, im Mittelpunkt. 30 Jahre Storch Jakob im Tierpark. Das Programm steht noch nicht fest, aber wir wollen unser Wappentier, welches ja Jakob darstellt, damit auch ein bisschen würdigen und vielleicht feiern unsere Besucher und die Luckenwalder ein bisschen mit uns an diesem Tag. Das zweite Jubiläum. Vor 60 Jahren begann die Geschichte des Tierparks. Am 26. August 1956 setzten Mitglieder des Luckenwalder Geflügelzüchtervereins Ziergeflügel auf dem Stadtparkteich aus. Dann erfolgte nach und nach der Bau der Tierparkanlage. Das Jubiläum wird am letzten Sonntag im August beim traditionellen Tierparkfest gefeiert. Mit dabei Tina York, Per Reppert, Räuber Rotbart mit seiner Liederkiste und viele Artisten. Wir werden also diesen traditionellen Tierparksonntag unter dem Motto 60 Jahre Tierpark gestalten und dazu natürlich auch wieder ein ordentliches Programm auf die Beine stellen, um wieder recht viele Besucher. Für die meisten ist es ja eigentlich ein feststehender Termin, den alle in ihrem Hinterkopf haben und dann auch wieder zu uns kommen werden. Heute sind hier rund 200 Tiere zu Hause. 41 Tierarten von Erdmännchen über Braunbären bis zu Dammwild und vielen Vogelarten. Am 8. Februar gab es wieder Nachwuchs. Ein Alpaka erblickte das Licht der Welt und wird sicherlich auch viele Gäste in den Tierpark locken. Noch hat das Fohlen keinen Namen, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Es muss ja erstmal die ersten Tage überleben, sag ich mal, wenn wir uns sicher sind. Jetzt hat sie geschafft, und das sind die ersten Tage, sind ja immer die schwierigsten. Wenn wir sicher sind, dass es geschafft hat, dann werden wir uns auch über einen Namen Gedanken machen. Auch sonst passiert hier einiges im Jubiläumsjahr. Mitarbeiter des Luckenwalder Bauhofes ersetzen derzeit die maroden Gehwege durch eine helle Wegedecke, damit Besucher künftig auch bei Regen trockenen Fußes durch den Tierpark gehen können. Übrigens, der Tierparkverein sucht dringend neue Mitglieder. Wer Interesse hat mitzumachen, kann sich gern an den Tierpark Luckenwalde wenden.